Die Großwetterlage im politischen Berlin eher düster. Noch immer gibt es keine Einigung im Asylstreit. Doch sie gibt sich davon unbeeindruckt. Vor Gemüse und Kameras zieht Julia Klöckner Bilanz ihrer ersten Zeit als Bundeslandwirtschaftsministerin. Bei dem Termin vorgestern geht es um beides: Direktvermarktung von Lebensmitteln und von Klöckners Politik. Meine Bilanz: viel Arbeit. Es ist sehr komplex, man glaubt gar nicht, was in 100 Tage alles reinpasst. Aber ich habe einiges auf den Weg gebracht. Was für Bienen schädlich ist, muss weg vom Markt. Mit diesen Worten hat Klöckner gleich zu Beginn ihrer Amtszeit Schlagzeilen gemacht. Zurzeit arbeitet die CDU-Ministerin aus Guldenthal an der Einführung einer nationalen Tierwohlkennzeichnung. Kritiker werfen Klöckner vor, viel anzukündigen, aber wenig umzusetzen. Zum Beispiel im Fall des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Klöckner weist die Kritik zurück. Ich weiß, der ein oder andere sagt, wann verbietet sie das denn jetzt komplett? Wir müssen uns ans Europarecht halten, aber ich habe das gemacht und getan, was wir tun können zur Reduktion. Über zu wenig Arbeit in den ersten 100 Tagen als Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz kann sich auch Katharina Barley nicht beschweren. Das aktuelle Projekt der Sozialdemokratin aus Schwaich bei Trier: die Mietpreisbremse verschärfen. Aber auch der erste Gesetzentwurf der Bundesregierung überhaupt stammt aus Barleys Haus, die sogenannte Musterfeststellungsklage. Barley spricht von der Eine-für-alle-Klage. Es geht darum, die Verbraucherrechte gerade auch gegenüber großen Konzernen zu stärken. Die Ministerin musste dafür aber auch ordentlich Kritik einstecken. In der Politik muss man Kritik aushalten können, das gehört zum Geschäft. Und gerade bei der Eine-für-alle-Klage war es so, da kam die Kritik von der Wirtschaft, aber auch von denen das angeblich nicht weit genug geht in Verbraucherschutzhinsicht. Und wenn man dann von mehreren Seiten gegenteilige Kritik bekommt, dann ist das immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man richtig liegt. Gegenwärtig bestimmt der Asylstreit ganz klar das Bild der Großen Koalition. Doch die Bundesregierung hat seit ihrem Amtsantritt einiges auf den Weg gebracht. So zum Beispiel das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung und den begrenzten Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz. Die zwei Ministerinnen aus Rheinland-Pfalz stellen der Großen Koalition daher insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Tatsächlich ist es so, dass wir ja weiterarbeiten in den Ministerien und auf der fachlichen Ebene. Ich finde es schade, dass das so in den Hintergrund gerät und hoffe, dass sich die Unionsparteien da schnell wieder zusammenraufen. Ich würde sagen, die Arbeit ist um einiges besser, als der Ruf zurzeit jetzt scheint.